willkommen zu unserem neuen Video. Heute sind wir in Matrei am Sparparkplatz erstmal. Heute ist Sonntag, deswegen erlauben wir uns das einfach. Und außerdem sind wir recht schnell. Für die Dauer des Einkaufs schaffen wir das schon. Ja, bis Montag in der Früh sind wir weg. Ja, wir können euch jetzt ja leider nicht mehr so genau sagen, was wir machen. Aber ich sehe das Handschuh durch die Gegend fliegen. Verdammt! Jetzt gibt es eben Unterhaltung auf andere Art und Weise. Auf jeden Fall geht es den Berg rauf und wieder runter. Für mich ist es gar kein Problem, nicht zu sagen, wo wir hinfahren, weil ich sowieso selber auch noch nicht weiß. Von dem her kann ich mich nicht mal verplappern. Aber gut, bleibt dabei, es gibt sicher coole Aufnahmen und lustige Szenen und von dem her, bis gleich. Was sagt der Meister? Der hat den ja mal ausgefahren bei unserem ferngesteuerten Auto. Oh ja! Wir sind halt mit dem ferngesteuerten Auto gefahren. Aber Elektromobilität ist halt einfach so. So, Wasser hat man beim normalen Biken ja meistens leider zu wenig. Von dem her zieht es uns immer zu den Brunnen und Bechern. Heute ist es relativ warm, das denkt man gar nicht, weil es so drüben ist. Gut, halt. Ein Stickchen, was ich umkomme. Ich kann die Ohren alle, die sind ja. Ja, gemütlich ist was anderes. Und zwar blauer Himmel versprochen vom Wetterbericht. Und wie ihr seht, ist er noch nicht ganz angekommen. Wenn du mal siehst, den Wetterbericht schon. Playstation hat. Vielleicht haben wir noch Glück, bis wir oben sind. Die Wolken schauen noch ein bisschen beängstigend aus. Hier im Hintergrund. Skidorfer, aber lang. Bitte, 1000 Daumen nach oben. Vielleicht bleibt das Wetter so. Hoffentlich. Schaut echt schön aus. Die Ruhe schaut echt schön aus heute. Hast du schon mal rausgeschwenkt? Nein, machen wir oben. Machen wir oben. Wenn der nie wieder da ist. Wenn er nur so, jetzt ist es Zeit für den richtigen Panoramaspiel. Bergheil. Ja, noch heute Bergheil. Bergheil. Ja, Halina, Bergheil. Ja. Nicht, dass man brav halt. Bergheil. Bergheil. Ah. Ah. Nein, überhaupt nicht. Ich weiß ja nicht, wer tatsächlich einen Daumen nach oben dagelassen hat, auf Wikis Aufforderung hin. Aber auf jeden Fall scheint es geholfen zu haben. Denn wir haben tatsächlich Sonne am Gipfel bekommen. Ja. Und jetzt ist mal die Außenzeit. Ich habe so einen Camembert vom Aldi dabei, der schmeckt gerade echt so gut. Ja. Na, das ist meiner. Puh, ich habe nämlich heute gar nicht so viel mit. Bitte, der hängt irgendwas im Gesicht, oder? So, ja. Weiß nicht, deswegen gar. Ja, ist ja nicht so schlimm. Das ist ja eine Real-Life-Aufnahme. Wir tun ja nichts verschönern oder verschlechtern. Es ist, wie es ist. Ja. Mhm. Schau gut. Das ist gut bei euch.
Wir haben Kombination Käse und Wurst. Käsewurst? Käsewurst, gut, gut. Also du verdeckst mich. Fällt dir das nicht auf die ganze Zeit? Das ist lustig, oder? Mhm. Ja, und Sonnenblumen. Kein Brot. Also Sonnenblumen und keine mit ein bisschen Brot dabei. Also, einen also, guten, oder? Einen guten. Heute sind die Wolken wie verrückt in der Gegend rumgeschossen und deswegen haben wir euch einen kleinen Timelapse gemacht, damit ihr das auch ein bisschen beobachten könnt. Kurz Sonne, dann war es die ganze Zeit wolkig, aber auch am Panorama Richtung Brenner Grenzkamm und so konnte man einfach sehen, mal da, mal weg, mal da, mal weg. Echt verrücktes Wetter. Trotzdem ein toller Tag. Am Ende der Jausen müssen wir leider feststellen, dass doch nicht genug Daumen nach oben gegeben worden sind. Wie ihr auf dem Timelapse vermutlich gesehen habt, war uns die Sonne nicht allzu lange gegönnt. Ja, deswegen hat die Vicky schon gemeint, boah, mehr Daumen nach oben bitte. Ja. Damit? Viele, viele mehr, damit wir wieder Sonne haben. Oder spätestens beim Kaffee oder unten dann. Ja, ja, wir wollen Sonne, bitte. Ja, das ist nämlich richtig kalt. Also ich meine, die Stimmung schaut schon cool aus, aber es ist trotzdem eisig. Man geht auf zum Elf und da ist die Sternpartie das Dach rum. Weil ich verliere es aber schon. Wie steht das? Ja, wie steht das denn? Ich sterbe mir leicht, ja. Okay. So, jetzt haben wir gerade ein bisschen Stress, jetzt wird noch ein Foto gemacht. Und da hinten seht ihr auf den Blaser und auf die Peilspitze. Warte mal die Ohrseite, dass das Radl die Ohrseite ist. So läuft es immer bei uns. Manchmal noch ein bisschen chaotischer. Das Radl ist so, ja. Ich mach's aus, die Schauen gerade. Fading gray, I feel everything inside me.
So, da haben wir jetzt nochmal Sternis, Plaza mit der Lawinenverbauung, Heilspitze und da hinten Zirok, haben wir gerade gehört. Also Zirok, und Flatspitze. Also Richtung Brennergrenzkamm einfach. Die Local Dealer. Ja. Hat allerdings nur mit der Tankstelle geklappt, weil alles zu in Steiner. Alles, das war echt alles. So, ein so lustig, ich glaube, Kampo oder so, glaube ich, auch nicht. Wir haben nichts offenes. Mit der Tankstelle und Kaffee gemacht. Ja, und war eine lässige Tour, echt cool. Wir würden euch gerne sagen, wo. Es war. Jetzt wisst ihr es alle. Genau. Viel Spaß beim Nachfahren. Ja, wir haben ja leider im Moment keine Wahl. Hoffen wir, dass sich das alles wieder ein bisschen beruhigt. Aber im Moment wird scharf geschossen und deswegen hilft es nichts. Wahrscheinlich geht es demnächst aber eh für uns schon wieder Richtung Slowenien und vielleicht sogar Kroatien. Und dann gibt es sicher auch wieder Touren auf Komoot zum Nachfahren für euch. Genau, weil die Petra jetzt das Video schon schneit. Slowenien hat die Pandemie für beendet erklärt. Slowenien ist jetzt keine Reise möglich. Natürlich, Deutsche kennen nicht einen nach Österreich. Wir Österreich haben auch Slowenien einmal, das ist schon mal cool. Die Petra hat ja das Glück, dass sie da arbeitet. Jetzt muss sie ja durchfahren. Und Italien macht angeblich auch am 3. Juni auf und ihr dürft dann am 15. die Deutschen jetzt einmal nach Österreich und dann auch nach Italien fahren. Dann wird sich für uns, glaube ich, die Lage ein bisschen entspannen, dass die leider wegrennen mit dem Bike. Es ist, glaube ich, was, wo er wirklich eskaliert. Also Gott sei Dank sind die Grenzen jetzt offen. Nicht, dass wir jetzt keine aus Deutschland da haben wollen, ganz im Gegenteil, aber es ist, glaube ich, dass es aufteilt dann einfach. Ja, klar. Dass man sagt, man zwei Tage Österreich biken, zwei Tage Italien, weil es ist, glaube ich, wenn man eskaliert. Und was ich mitgekriegt habe, Thema Motorrad fahren, die ganzen Pässe bei uns, da war sie ja komplett aus dem Geschäft. Also ich glaube, das hat sich verloren. Also, coole Voraussicht, hoffentlich bleibt das da. Jetzt hoffen wir, dass das Wetter gut ist, gell? Mhm. In Zukunft nicht, dass da jetzt ein Italien-Tief kommt am 3. Boah. Oh, das wäre gemein. Zuerst das Slowenien-Tief, dann das Italien-Tief und dann ich das Kroatien-Tief. Ich zucke komplett aus. Ich kaufe mir einen Kajak und einen Brennanzug, mir ist das wurscht. Ja, das wäre geil. Ja. Gedanke auch übrigens. Hat euch gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es nicht schon getan habt für die Sonne, dann macht ihn ja nicht wieder weg. Und ansonsten, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch gerne unseren Kanal. Das freut uns natürlich auch sehr. Wir haben übrigens gesehen, dass nur 23% aller Zuschauer Abonnenten sind. Bist du schon Abonnent? Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Tschüss.